Hallo Leute, es geht weiter mit Dreadout. Ja, es geht weiter mit der mit den Insektenkorpulenzen. Eine neue Runde. Vielleicht die letzte. Zumindest wissen wir halbwegs, was ich tun soll. Und ich habe mich natürlich auch schlau gemacht. Und wenn sie nicht kommt, hat sie Pech. Dann selbst schuld. Ich warte nicht darauf, dass sie mich angreift. So, und jetzt ist es Ziel der Sache, wieder nach unten zu gelangen. Das war also schon richtig von mir. Ja, ich muss mich halt manchmal auch einfach selber so ein bisschen, selber spoilern, ein bisschen selber nach Lösungen gucken, wenn ich keinen Plan habe. Tut mir leid, falls irgendjemand von euch es jetzt im letzten Part, weil ich neben gerade ein Stück auf in die Kommentare geschrieben habe, was ich tun kann. Aber ich wusste ja nicht, was ich machen soll, deswegen habe ich jetzt geguckt, damit ich weiterspielen kann. Und die Tür geht zwar nicht, aber die Tür geht. Ich hätte mich nur umdrehen brauchen. Oh, diese Musik, grässlich. Oh, die Katze ist wieder da. Und wieso ist die Steuerung verkehrt rum? Scheißendreck. Wie soll ich es denn so bitte schaffen? Dafür bin ich viel zu blöd für sowas. Die Steuerung ist vollkommen spiegelverkehrt. Und hier komme ich doch sowieso nicht runter, oder? Okay, wenn ich nach rechts will, muss ich nach links drücken. Wenn ich nach vorne will, muss ich nach hinten. Ich bin so schlecht in sowas. Oh Gott. Und die Katze noch dazwischen. Nein, nein, nein. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Lauf. Lauf. Oh Gott. Runter mit dir. Ja, ja. Lauf runter. Du machst das toll, Mädchen. Nein, 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 das ist nicht gut. Weg, weg, weg. Ging's hier nicht irgendwo lang? Toll, wie sie mir hinterherkommt. Linda! Linda, guck doch mal. Shit happens, was soll ich machen? Neue Runde. Ich mache einen Cut, damit ihr euch das nicht antun müsst. Bis gleich. So, ich schalte wieder zu euch zu. Es macht unglaublich Spaß. Unglaublich Spaß. Taucht sie jetzt wieder nicht vor der Tür? Finde ich gut. Erspart man sich wenigstens diese Runde. Die Insekten kommen wieder. Die Motten, was auch immer. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Gut, dass man diesen Weg schon 100-mal gelaufen ist, obwohl ich sagen muss, dass ich mich trotzdem hier und da immer denke, ich komme um die Ecke und bin dann da und da und dann ist es gar nicht so. Linda, mein Schatz. Ja. Linda! Und jetzt die spiegelverkehrte Kacke hier. Das ist echt das Schlimmste, was es gibt. Ich komme nicht aus der Ecke gerade raus. Ich bin zu blöd. So, dann lauf mal. Da hinten müsste sie aber, glaube ich, wieder gleich kommen. Deswegen kannst du da nicht auf die andere Seite so laufen. Das wäre toll. Oh Gott. Spiegelverkehrt, das ist so das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Man ist so daran gewöhnt. Ich wette, jetzt laufe ich in sie rein. Ich muss mal eben die Kamera und so. Sonst sehe ich nichts. Ich hoffe, das war jetzt eine bessere Abkürzung. Lauf, Mädel. Lauf. Kannst du ihn nicht um die Ecke? Oh, es geht's da vorne nicht sogar runter. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass sie hinter uns ist. Das ist immer so, wenn es schon so nah ist. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen diese Runde. Lauf, Mädel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und jetzt hier runter. Lauf! Lauf! Nein! Nein, wir können da nicht lang. Nein, 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 nein. Oh, wie scheiße. Oh, wie gemein. Oh, wie scheiße. Oh, ich habe mich gerade so gefreut, dass ich rausgekommen bin. Komm, ich darf... Jetzt erschrecke ich mich auch noch vor dem anderen Geist. Hauptsache, sie taucht vor mir nicht auf. Das ist schon mal gut. Komme ich hier runter? Super. Oh, Gott sei Dank. So langsam reicht's mir auch. Lauf. Ja, geh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Schnell raus hier. Das war's mit Dreadout, liebe Leute. Ich bin überrascht. Also nicht überrascht, dass das Spiel jetzt gerade zu Ende ist, weil ich wusste, dass es nur sehr kurz ist. Aber ich meine auch, dass es ja noch weitergeht, wie, ne, to be continued. Es wird wohl noch irgendwie einen zweiten Teil oder es geht irgendwie, gibt's wohl noch eine Fortsetzung oder so. Keine Ahnung, was da dann kommt. Wie fandet ihr Dreadout? Ich fand's teilweise sehr gruselig, auf jeden Fall. Aber es war viel mehr rätsellastiger und viel kniffliger, als ich gedacht hätte. Man musste schon hier und da echt überlegen, ja, was man überhaupt als nächstes tun soll. Und ich glaube, ich habe auch selten so oft nachgeguckt, was ich überhaupt als nächstes machen soll. Wie mit dem Flur jetzt, wo ich dann denke, das ist voll der Bug. Und dann ist es gar nicht so, weil dann unsichtbare Tür ist. Das sind so Sachen wie, wenn man da jetzt nicht an der Stelle steht, mit der Kamera hinguckt, wo soll man es dann wissen? Das mit dem Schlüssel vom Schwein, finde ich, kann man sich noch eher denken, weil man hört das Klingeln und sie sagt dann auch, da ist was. Auch das mit dem Foto und dem Schlüssel war nur meine eigene Schusseligkeit, dass ich da halt nicht so drauf geachtet hatte später. Und dann selber nochmal geguckt hat, dass man mit dem Foto das ja machen soll. Ja. Ich weiß gar nicht so richtig, also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Fortsetzung, aber ich wünsche mir noch so ein bisschen mehr Tiefgang. Hatte dieses Spiel überhaupt ein bisschen Tiefgang? Hatte das wirklich so eine tiefere Story? Ich weiß nicht so richtig. Ich finde, es hat aber Potenzial eigentlich dafür und ich würde mir halt wünschen, dass man zu den Geistern jetzt noch ein bisschen mehr erfährt, ein bisschen mehr Hintergrund und ich weiß nicht, ob ich nicht genug irgendwie da in mein Geisterpedia geguckt habe oder sonst irgendwas. Aber ich finde halt, es war so, okay, jetzt ist der Geist erledigt, jetzt kommt der nächste. Was war mit dem Zappelgeist, der mir auch am Ende nochmal so entgegenkam? Das war auch so meine Frage im letzten Part. Was war mit der Scherenfrau? Wieso haben jetzt einige immer gesagt, das ist ein Mann und andere wie ich denken, das ist eine Frau, weil sie halt so aussieht einfach und weil es irgendwie so das Schlüssigste war wegen dem Baby und wegen dem Kleid und allem, was sie da anhatte. Also es sah aus wie ein Nachthemd. Trotzdem meint viele, es ist ein Mann und blabiblups, wo erfährt man das? Wo kriege ich da die Informationen her? Habe ich da irgendwelche Zettel noch übersehen oder nicht? Also wer weiß, ob das Spiel auch noch mehr irgendwie jetzt an noch nicht entschlüsselten Geheimnissen hatte, was man vielleicht mit der Kamera irgendwie entdecken kann, was ich jetzt übersehen habe oder so, kann ja auch sein. Aber so war es, wie ich gespielt habe, so habe ich es geschafft und trotz Nachgucken, was ich überhaupt als nächstes tun soll, habe ich mich durchgeschlagen, freue mich, dass ich es geschafft habe und ja, freue mich, wenn ihr mir sagt, wie ihr es überhaupt so fandet. Jetzt bin ich mal kurz still und lasse die Credits laufen und überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu sagen.
Ja, was ist mit der Geisterfrau am Ende? Sie wollte einen auf der einen Seite festhalten, auf der anderen Seite hat sie auch immer gesagt, ja, du willst ja hier nicht ewig bleiben. Warum wollten die Geister überhaupt Linda da haben? Was ist aus all den Mitschülern geworden? Was ist mit der Lehrerin? Und was ist, wenn die Geister alle die Mitschüler und die Lehrerin und so waren? Da kommen einem schon wieder ganz andere Ideen auf, je mehr man darüber nachdenkt. Was ist, wenn Linda in diese Schule gekommen ist, weil sie die anderen sucht und die sind irgendwie auf unerklärliche Weise gestorben und deswegen begegnen die uns allen oder Linda? Wer war denn das Schwein? Ich will nicht wissen, wer das Schwein war, der Arme. Nach der Theorie. Keine Ahnung, wer die Geister sind. Keine Ahnung, was die wollten. Keine Ahnung, wo die Mitschüler sind. Wer die Scherenfrau mit dem Baby war. Das sind einfach nur so reingeplatzte, gruselige Sachen, wie ich finde. So, wir wollen es jetzt gruselig haben, deswegen packen wir das da jetzt hin. Die Idee finde ich auf jeden Fall sehr geil, dass natürlich man auch ein bisschen verfolgt wird, obwohl ich es eigentlich hasse, verfolgt zu werden. In Spielen natürlich, in Wirklichkeit hoffentlich nie. Ja, da muss man immer so hektisch flüchten und das mit dieser spiegelverkehrten Steuerung war echt fies gemacht, muss ich sagen. Das ist schon echt gemein. Und vor allem auch das mit diesem Schwarm um einen, wo man dann kaum mehr was sehen konnte und so. Also es waren schon viele Effekte und Sachen dabei, wo ich sagen kann, coole Ideen. Macht schon ein unheimliches Gefühl. Definitiv cooles Spiel. Aber wie gesagt, noch mehr Potenzial für mehr. Vielleicht kommt ja noch mehr in der Fortsetzung. Ich würde sagen, nach all dem vielen Gequatsche verabschiede ich mich jetzt und freue mich auf eure Kommentare und Likes. Wäre schön. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Mal gucken. Bis dann. Und vielen Dank. Bis dann. Was auch immer das am Ende war, überlasse ich euch.